Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Es soll heute endlich um die Stempelplatten gehen, die ich bestellt habe. Ich habe die jetzt mittlerweile bestimmt schon eine Woche hier liegen und ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich bin aber so hellauf begeistert. Also, ich habe zum einen bei Amazon bestellt und zum anderen bei Moju oder Moju London. Landen, wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Bitte in Lautschrift einmal in die Kommentare, weil ich fühle mich so dumm dabei. So, wir beginnen einfach mal. Ich werde versuchen, euch die Links zu den Amazon-Paletten in die Infobox zu stecken, falls sie noch verfügbar sind, wovon ich ausgehe. Und ja, bei den Moju, ich nenne es jetzt einfach mal Moju. Nein, das hört sich doof an, Moju. Wie auch immer, Paletten, werde ich euch genau hinschreiben, wie sie heißen. Ja, ich bin ein bisschen wild, ich hatte heute Locken. Ich habe die jetzt einfach in so einen Dutt gemacht. Lasst euch davon nicht stören. Wir fangen einfach mal an. Ich habe natürlich auch gleich gestempelt. Ich habe mir auch einen Stempel bestellt. Ach, ich bin so begeistert davon, dass ich mich jetzt erstmal ein bisschen zügeln muss. Ich zeige euch erstmal, wie meine Nägel heute aussehen. Ich werde euch auf jeden Fall jetzt ein Bild einblenden von meinen heutigen Nägeln. Ich habe nämlich heute auch gestempelt und ach, sieht so schön aus. Ich wollte euch das eben jetzt auch hier mit der Kamera zeigen, aber leider lässt sich das irgendwie nicht wirklich einfangen. Und deswegen ein Bild. Ich habe euch jetzt ein bisschen näher geholt, einfach weil die Lichtverhältnisse besser sind. Ich versuche es jetzt nochmal mit dem Nagel. Nee, man sieht es einfach nicht. So, ich glaube, ich fange einfach mal erst mit Moju an. Ich habe mir da auch einen Stempel bestellt. Ich hatte vor Jahren, das hört sich so lange her an, aber ich glaube, es sind schon ein, zwei Jahre, hatte ich mir schon mal einen Stempel bestellt, auch von dieser Firma. Ich versuche jetzt diesen Namen nicht nochmal sagen zu müssen. Und habe eigentlich gedacht, ja, damit kommst du bestimmt gut zurecht und das ist ja auch eine gute Marke und tralala. Ich kam nicht damit zurecht. Ich habe mich wirklich dumm und dämlich gestempelt und irgendwie ist immer nur die Hälfte auf den Nagel gelandet und ich weiß auch nicht. Irgendwie, das war nichts Halbes und nichts Ganzes und dann habe ich es irgendwann auch nicht mehr wirklich gemacht. Und habe jetzt neulich mal gedacht, ja, guckst du mal nochmal auf der Seite, wie das eben so ist, Wochenende, du guckst ein bisschen drum. Und habe gesehen, dass die einen neuen Stempel rausgebracht haben. Und zwar ist das der Marshmallows-Stempel. Erstmal bitte, diese Verpackung ist so unfassbar süß. Die hat oben noch ein Möpschen. Und ja, die Verpackung ist wirklich richtig toll. Auf der anderen Seite steht eben nochmal der Name der Firma. Und ich habe den White Sticky Stempel genommen. Die haben Sticky und Non-Sticky. So wie ich das verstanden habe, ist der Non-Sticky für Leute, die sich gut beim Stempeln auskennen, die das schon können und so weiter. Und der Sticky ist eben für Leute wie mich, die absolut keine Ahnung haben und es einfach nicht gebacken kriegen. Ich zeige euch jetzt mal den Stempel. Da kommt eben auch so ein Scraper dazu. Die werden wohl beliebig bedruckt. Ich habe diesen hier bekommen. Der sieht von der einen Seite so aus, von der anderen Seite so. Und ich habe den jetzt auch schon bestimmt viermal benutzt. Und wie ihr sehen könnt, der sieht immer noch niegelnagelneu aus. Und dann kommen wir zum Stempel, wo jetzt hier oben irgendwie so Gedöns drauf ist. Ich mache das übrigens dann mit Tesa. Nehme ich auch, wenn man gestempelt hat, die Reste so abnehmen. Das habe ich mir ergoogelt, beziehungsweise YouTubed. Und das klappt erstaunlich gut. Ja, das ist der Stempel, wie gesagt. Man kann dieses Teil auch rausnehmen. Ich weiß noch nicht, ob das ein Fehler war oder ob ich das jetzt wieder reinkriege. Der ist natürlich jetzt ein bisschen dreckig geworden. Ich versuche ihn sauber zu machen. Ja, wie dem auch sei, das ist der Stempel. Und ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt zeigen kann, dass der so ein bisschen sticky ist. Und Leute, es ist revolutionär, wirklich. Ich hatte immer das Problem, ne, ihr macht euer Motiv drauf, dann sah das hier wundervoll aus und dann muss man so rollen und da hat es aufgehört bei mir. Das hat einfach nie funktioniert. Und bei diesem Stempel kannst du einfach, oh Gott, wie zeige ich euch das denn jetzt am blödsten? So machen. Und das ganze Motiv ist auf dem Nagel. Das ganze Motiv ist auf dem Nagel, Leute, es ist der Wahnsinn, wirklich. Ich kann euch diesen Stempel nur ans Herz legen, wenn ihr genauso unfähig wart zu stempeln. So, das wie gesagt zuerst. Ich habe mir diesen Stempel besorgt und ich bin hellauf begeistert, wirklich. Der ist der Wahnsinn. Es gibt ihn in weiß und in durchsichtig. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte ihn durchsichtig bestellt. Da sieht man eben dann auch, wenn man mit helleren Farben stempelt, die Farben besser. Offensichtlich habe ich es doch falsch gemacht, aber was soll's.
Ja, Nummer 1. Dann habe ich mir 3 Stempelplatten bestellt. 2 aus der Mandala Collection und 1 aus der Tropical Collection. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt zeigen. Da sind die Schutzhüllen noch drauf. Ich hoffe einfach, das klappt. Das ist die Nummer 18. Ja, das klappt. Und, so rum. Das hat diese schönen Motive. Also die ist vielleicht ein bisschen sommerlicher eher, aber ja, ich muss sie einfach haben. Und die sehen hinten halt auch so toll aus. Das Design ist einfach der Hammer. Guckt mal bitte die Flamingos. Und die haben da noch ganz viele andere von. Das sind jetzt die, wo eben so ein großes Viereck drauf ist. Es gibt aber auch welche, da sind dann nur kleine Motive. Es gibt sogar eins nur mit Flamingo-Motiven. Fand ich auch mega. Ich habe aber ursprünglich eigentlich nicht vorgehabt, so viel zu bestellen. Habe gedacht, probier das erstmal. Wenn das wieder nicht klappt, stehst du hier wieder mit 3 Millionen Paletten. Paletten, ich sag immer Paletten. Plates heißt das, so Stempelplatten. Platten, nicht Paletten. Und dann habe ich mir eben 2 von der Mandala Collection geholt, die auch so schön aussehen. Das ist einmal die Nummer 07. Und bei der 07 hat man eben diese tollen Motive. Und ich stelle mir das so schön vor, wenn man das eben auf den Nagel macht und dann vor allem das hier unten. Jetzt klingelt mein Handy. Zum Beispiel sowas eben, wenn man sich sowas auf einen Nagel macht. Ich glaube, das sieht richtig schön aus und ich kann es kaum erwarten, die alle auszuprobieren. Und dann noch die 04. Und die 04 sieht so aus. Also irgendwie komme ich nicht mit dem Licht zurecht. Oh Gott, die sind so schön. Also ich musste sie einfach haben. Ja, das sind die Sachen, die ich von Moju bestellt habe. Moju, oh, ich hasse dieses Wort. Ich muss es jetzt zum Glück nicht mehr sagen. Ich war zuerst eben, wie gesagt, auf dieser Seite unterwegs und habe mir dann gedacht, so, jetzt guckst du mal bei Amazon, ob es da irgendwelche Sachen gibt. Und oh mein Gott, ich bin etwas eskaliert. Ich habe mir erstmal, die Schutzfolie ist da jetzt noch drauf, dann kann man das, glaube ich, auch besser sehen. Erstmal dieses Teil hier geholt. Kann man, glaube ich, auch richtig tolle Sachen mitmachen. Und dann habe ich mir noch einen Pack gekauft. Da gab es eben 10 verschiedene Platten in einem Pack für, ich weiß nicht mehr wie viel. Ich packe euch den Link einfach unten in die Infobox. Es sind 10 Platten auf jeden Fall gewesen, für nicht viel Geld. Und dann habe ich mir, glaube ich, noch 2 andere bestellt. Einen Moment, lasst mich kurz zählen. Und noch 2 andere. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche in welchem Pack waren, aber man kann sich die alle einzeln angucken bei Amazon. Also guckt da einfach mal. Ich habe 2 schon ausgepackt und eben auch benutzt. Bei den anderen, die sind noch mit der Schutzfolie und ich glaube, dass man mit der Schutzfolie das auch besser sehen kann, wie die aussehen. Die kommen alle so eingeschweißt, das werde ich euch noch auspacken, aber wir fangen einfach mal mit den beiden an, die ich schon ausgepackt habe. Die erste Platte, da ist irgendwas komisches, blaues. Das muss ich noch irgendwie rausfinden, was das ist. Und die sieht jetzt leider ein bisschen schmandig aus. Ich muss die mal noch ordentlich sauber machen. Ich habe das versucht, Nagellackentferner zu entfernen, aber irgendwie ging es nicht so gut. Das ist diese Platte hier. Und dann habe ich diese Platte hier noch bestellt. Da habe ich eben heute dieses Motiv gestempelt. Und welches habe ich denn noch gestempelt gehabt? Das hier hatte ich ja schon gestempelt und da habe ich das auch schon probiert gehabt. Die haben eben hier so größere Motive und dann auf der Seite noch so kleinere Sachen. Und dann habe ich eben noch 10 mehr. Ich werde die einmal auspacken, weil die sind ja noch hier in dieser Plastikfolie. Obwohl, da ist dieser Sticker davor. Sticker. Ich werde die einmal auspacken und werde die euch dann in Ruhe zeigen. So, ich habe die jetzt ausgepackt und mir ist aufgefallen, dass ich eine doppelt habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Die habe ich mir auch einzeln bestellt gehabt und die habe ich hier eben nochmal. Mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht kann ich ja mal irgendwie eine Verlosung oder so machen. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Aber ich finde das auch immer ein bisschen blöd. Wenn, dann muss man dafür auch was tun, finde ich. Mal gucken. Vielleicht verschenke ich sie auch einfach. So, und dann habe ich hier eben noch die ganzen anderen Stempelplatten. Ich werde die euch jetzt nur ganz kurz zeigen. Die sind eben in diesem 10er-Set drin gewesen. Und die sind eben alle gleich aufgebaut. Die haben in der Mitte größere Motive und auf den Seiten so kleine. Und ich fand die irgendwie alle so schön.
Ich weiß, ich bin total eskaliert, aber da hat es mich dann irgendwie gepackt. Und die sind eben sehr viel so spitze, barockmäßig angehaucht. Aber das finde ich eigentlich echt schön. Und wie gesagt, die haben echt nicht so viel gekostet. Guck mal bitte, wie schön ist das hier. Ich weiß nicht, ob man das auf den ganzen Nagel machen kann, aber das ist auch mega. Also ich habe auf jeden Fall jetzt einiges zu stempeln. So, wir haben noch 3 Stück. Ah, 4 Stück. Und die letzte. Ja, das war mein kleiner Stempelplatten-Haul. Ja, ich bin wie gesagt ein bisschen durchgedreht, aber ich bin absolut begeistert davon. Ich werde, wie gesagt, die Sachen in die Infobox setzen und ja, es wird bestimmt jetzt einige Nageldesigns damit geben. Vielleicht können wir auch mal ein Video dazu machen. Wenn ihr das wollt, schreibt mir das gerne. Dann werde ich das versuchen. Und das war's auch schon. Wir sehen uns ganz bald wieder. Und ich sage tschüss, bis dann.